ein Jahr lang war der Simon krank, jetzt läuft er wieder, Gott sei Dank. Ich glaube, du bist richtig froh, dass die Saison so gelaufen ist wie bisher, oder? Ja, auf alle Fälle. Bin ganz gut reingekommen im Dezember, hatte ganz gute Ergebnisse. Im Januar war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich eine bessere Form hatte als im Dezember, war läuferisch besser drauf, aber ich habe mit dem Schießen einfach ein bisschen gehadert, habe zu viele Fehler geschossen, war da zu unsicher und dann sind einfach nicht mehr die Ergebnisse vom Dezember zustande gekommen. Schade, weil ich eigentlich besser drauf war, aber einfach die Ergebnisse nicht zusammengebracht habe. Ich weiß, dass du jetzt nicht ungern nach hinten blickst, aber eine Frage zumindest noch auf die schwere Zeit in den letzten Monaten, bevor die Saison wieder losging. Das war sicherlich nicht ganz einfach, zu Hause zu sitzen, nicht trainieren zu können und nicht zu wissen, was eigentlich los war. Wie bist du mit Umgang mit der Situation? Ich habe einfach versucht, Biathlon Biathlon sein zu lassen und mich ein bisschen abzulenken. Habe viel mit alten Freunden gemacht, die nichts mit Biathlon zu tun hatten. Und habe mit denen ein bisschen die Zeit verbracht, weil sie auch gerade Semesterferien hatten. Und im Mai habe ich dann aber ganz normal wieder angefangen mit den anderen. Habe lange Zeit kein gutes Gefühl gehabt beim Training. Habe mich immer noch eigentlich gleich gefühlt wie im Winter und wusste aber auch nicht weiter, was ich jetzt noch groß machen sollte. Habe es dann einfach immer gemacht, das Training, was angestanden ist. Eigentlich war es ein bisschen Harakiri, aber im Nachhinein war es vielleicht auch das Richtige. Das gute Körpergefühl ist dann eigentlich im Oktober, Ende Oktober erst wieder zurückkommen, pünktlich zum Saisonstart. Und es war dann doch sehr gut, dass es dann gleich so hingehauen hat im Dezember. Aber ich musste mich auch natürlich das ganze Jahr qualifizieren, dass ich überhaupt starten durfte. Und es war nicht so einfach, weil ich mich einfach lange Zeit nicht gut gefühlt habe. Es war eigentlich immer eine Quälerei und war dann doch froh, dass dann in Munio eigentlich der Knoten platzte und endlich das gute Gefühl wieder zurückkam. Es ist normalerweise so, dass die erfahrenen Athleten den Jüngeren was raten. In dem Fall könnte man es aber vorstellen, ist es vielleicht ganz genau andersrum. Michi Kreis geht es fast ähnlich wie dir vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr. Er weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Habt ihr euch mal ausgetauscht? Ist es vielleicht so, dass der Simon auch mal den Michi einen Rat geben kann? Oder sagt, Mensch, halt einfach durch, kämpf? Ja, also prinzipiell, der Michi hat schon weit mehr Erfahrung wie ich. Er hat natürlich auch letztes Jahr mitgekriegt, was mit mir los war, was ich auch alles unternommen habe, um vielleicht auch herauszufinden, was der Grund dafür war. Und ich glaube, da weiß er auch relativ genau Bescheid, was man jetzt bei mir gemacht hat. Und von dem her glaube ich, dass er sich da auch gut selber helfen kann. Und das hat er auch gemacht, glaube ich. Und im Moment hat er, glaube ich, auch wieder ein ganz gutes Gefühl. Jetzt schauen wir aber wirklich wieder nach vorne, wie versprochen. Heim-WM ist natürlich was ganz Herausragendes, sagt jeder, den wir hier interviewen. Für dich speziell, der du ja in Ruppolding schon seit vielen Jahren trainierst und wohnst, eine ganz eigenartige und tolle und spannende Situation? Ja, auf alle Fälle. Man redet eigentlich schon, seit es klar war, dass Ruppolding die WM hat. Fast nur noch von Biathlon WM 2012 in Ruppolding. Wenn ich zum Einkaufen gehe, sehe ich an jeder Ecke eigentlich ein Plakat mit der Aufschrift Biathlon WM und man wird eigentlich davon oder damit auch schon fast täglich damit konfrontiert. Auch hinten im Stadion, gerade auch jetzt in den letzten Wochen, wenn wir hinten trainiert haben, werden Zelte aufgebaut, Hütten aufgebaut und man merkt schon, dass was ganz Besonderes ist. Von den Zuschauerzahlen wahrscheinlich war eine WM noch nie so gut besucht oder wird die WM wahrscheinlich das Größte, was je gab. Und von dem her, gerade nur mit einer Heim-WM, das hat man auch nicht alle Tage und ist natürlich was Besonderes. Stichwort Besonderes, hier hat man eigentlich gar nicht so sehr den Eindruck, dass irgendwas Besonderes ansteht. Trainingslager wie immer, könnte auch irgendwie ein Vorbereitungslehrgang sein auf irgendeine deutsche Meisterschaft. Alle sind ganz relaxed, obwohl es ja dich speziell nicht betreffend, aber durchaus auch einen Konkurrenzkampf gibt um die letzten freien Startplätze. Täuscht der Eindruck? Zu verkrampft darf man jetzt auch nicht sein. Man soll das halt aus den letzten Trainingstagen nur das Bestmögliche rausholen. Hier in Ruppolding, in Ridnaun, wo wir im Moment sind, ist eigentlich vom Trainingsort
oder was Besseres gibt es, glaube ich, fast nicht. Wir haben hier ein super Hotel, sind gleich auf der Strecke. Die Strecken sind sehr gut zum Vorbereiten. Es sind top Bedingungen und von dem her haben wir, glaube ich, eine super Ausgangsposition, um das Optimum rauszuholen. Mark Hürden hat dir das Zeugnis ausgestellt, ja, wenn alles normal läuft, dann gehörst du zu den Vieren, die dann auch mehr oder weniger erstmal gesetzt sind für die ersten Wettkämpfe. Das ist sicherlich eine gewisse Erleichterung und macht die Sache insgesamt leichter für dich, sich auf diese WM vorbereiten zu können und nicht noch irgendwie in den Konkurrenzkampf ausgesetzt zu sein. Ja, also direkt von der Trainer habe ich nur kein Ja bekommen, dass ich starten darf. Da haben sie nur überhaupt nichts dazu gesagt. Aber ich hoffe natürlich schon, oder ich rechne schon damit, dass ich im Sprint laufen darf. Bin jetzt die ganze Saison eigentlich auch gelaufen, bis auf die Rennen, wo ich halt krank war. Und läuferisch hatte ich eigentlich immer ganz, war ich immer ganz gut dabei. Und von dem her hoffe ich und rechne eigentlich schon damit, dass ich im Sprint dann an den Start gehen darf. Jetzt hast du ja auch die letzten Tage statt Kontiolahti nochmal in Ruppolding verbracht, hast da nochmal trainiert. Läuft man da über die Strecken ein bisschen bewusster, als es vielleicht noch vor ein paar Wochen der Fall war? Also man sagt, Mensch, da übt man nochmal eine spezielle Technik, da versucht man nochmal diesen vermeintlichen Heimvorteil auszunutzen, indem man nochmal schaut, wie nehme ich da den Übergang, oder macht man da ganz normal sein Programm und versucht sich da auf gar nichts irgendwie einzulassen, was Richtung Heimwehen abzieht? Ja, wir haben schon auf den WM-Strecken trainiert, sind auch verschiedene Abschnitte mal in einem Wettkampftempo gelaufen, um auch ein bisschen vielleicht einen Vorteil rauszuziehen. Ob es jetzt ein Vorteil ist, ist schon mal schwer zu sagen. Aber wir haben schon versucht, die Wettkampfstrecken zu nutzen und auch darauf zu trainieren. Es sagt immer so schön, man versucht auf den Punkt fit zu sein. Gelingt es als Biathlet eigentlich? Muss man versuchen, das Niveau zu halten, das man die letzten Wochen gehabt hat? Oder kann man tatsächlich jetzt dann nochmal 2, 3, 4% rauskissen, die vielleicht am Schluss dann entscheidend sind? Ich glaube, richtig planen ist immer schwer. Da gehört auch viel Glück dazu, dass man ausgerechnet am Saisonhöhepunkt auch die Topform hat. Wichtig ist halt, dass man vielleicht nicht kaputt an den Start geht, sondern eigentlich auch ausgeruht. Wie gesagt, jetzt aus der letzten Woche einfach nochmal das Optimum rausholt. Nicht zu überpacen, aber auch nicht zu wenig machen. Und dann einfach hoffen, dass die Form gut passt. Die Damen haben uns gestern verraten, dass sie sich im Dauerabo irgendwelche abstrusen amerikanischen Serien reinziehen. Du bist mit dem Andi auf dem Birnbach, Andi auf dem Zimmer. Was macht ihr so am Abend jetzt nach den Trainingseinheiten? Wir essen halt relativ lang und dann haben wir eine Massage eigentlich am Abend und dann haben wir vielleicht nur 2 Stunden, bevor wir ins Bett gehen und dann schauen wir meistens noch Fernsehen. Also nichts Spezielles, also sich noch auf WM-Lektüre besuchen? Ja, 2½ Men haben wir jetzt schon rauf und runter geschaut und da haben wir jetzt keine Serie mehr, wo wir noch nicht gesehen haben und von dem her schauen wir jetzt eigentlich Fernsehen an. Also.